Frage ist, ob wir sie mitnehmen. Ich darf nach Bord fahren, dann ist die Gefährtenregel spät in unserem Maschinenraum. Das Schiff wurde 2100 gebaut, wenn wir mal in die Nordsee, in die Ostsee, in die Ostsee. Wenn der Sturm erwischt, das macht natürlich ganz so schön. Hauptstadt von Köln.
Hauptgürtel, das war eine Schule, ein Kindergarten, eine Feuerwehr, wie soll es denn das sein? Alles befindet sich in der Hauptstadt. Der kleinste Ort heißt Einhofen, und verschiedene Orte gibt es dort. Einer ist sofort zu rufen, das ist Malchow. Malchow ist bekannt geworden durch seine Saatzucht und auch durch seine Rapszucht. Bereits seit 1898 besteht dort diese Tradition und wird heute fortgeführt, zusammen mit der Universität Wismar. Hans Lemke hat sein Vorrufen, der noch hat auch Professor Diesel drauf bekommen. Zur Landesgartenschau damals wurde ein großer Garten angelegt, den kann man heute noch besichtigen. Den Wald, den Sie dort sehen, der wurde 1961 angepflanzt. 10 Jahre hat es gedauert. Ihn hat man angepflanzt zum Schutz für die Insel, damit der Sturm und der Wind die Insel von oben weg nicht abtragen kann. Erwähnt wurde die Insel erstmal im Jahre 1163. Wasserflächen und Sandbänke. Führungen werden durchgeführt, jeden Sonntag von Mai bis Oktober. Und falls Sie Informationen darüber möchten, kriegen Sie diese in der Kurverwaltung von Kirchdorf. Genau voraus in die Bucht geschaut haben wir dann 2 Schornsteine, die fallen meistens ein klein bisschen. Die gehören dem Holzfaserplattenwerk und dem Holzwerk der Firma Ecke in der Hansestadt Wismar, eins der modernsten Werke Europas. Rechts daneben haben wir ein großes, viereckiges Gebäude. Einer der größten Schiffsbahnen Europas steht auch in der Hansestadt Wismar. 395 Meter lang, 72 Meter hoch, 155 Meter breit. Und das größte Schiff, was da drin gebaut worden ist bis jetzt, ist 280 Meter lang und kann 5500 Container laden. Die Alte Vita und die Alte Aura wurden auch da drin gebaut. Die Hansestadt Wismar selbst hat 47.000 Einwohner, erstmalig erwähnt im Jahre 1229. Und im Weltkulturerbe der UNESCO wurde es auch aufgenommen, genauso wie Stralsund im Jahre 2002. Ein Highlight hat die Hansestadt Wismar noch, sie hat einen der größten Marktplätze Norddeutschlands. Auf der Steuerbordseite auf der Insel Pöhl haben wir dann so eine grauen Hallen, die gehören dem Ort Vorwerk. Und hier rechts hinter den Bäumchen befinden sich Häuschen, die gehören dem Ort Gollwitz. Ich muss jetzt mal bitten, ein klein bisschen leise zu sein. Ich muss auch mit der Fahrt ein bisschen runtergehen. Wir kommen jetzt hier in das Gebiet der unterseeischen Wiesen. Früher sind wir ein bisschen schnell reingefahren. Die Leute waren ein klein bisschen zu laut. Und schon hatten wir den Ärger an der Backe im Landwirtschaftsminister. Wenn Sie auf den Grund schauen, können Sie das Seegras wachsen sehen. Der Segel liegt dort, die Seegurke. Mit ein bisschen Glück sogar die Seesterne funkeln sehen. Auch der Seehase, der hoppelt hier ab und zu mal rein in das Gebiet. Und die Seekuh, die weidet hier sowieso. Das sind ja die Grüntierchen mit den goldenen Hörnern. 20 Liter Milch am Tag liefern sie, das heißt, wenn sie so 4-5 Stück am Tag gefangen kriegen, dann noch gewolken, dann reicht uns das für unsere Milch und auch für unser leckeres Eis an Bord. Wenn man sie wiederfindet, hat man den Hörnern die roten und schwarzen Fähnchen angemacht, die sie vielleicht unterwegs gesehen haben. So ähnlich machen die das in den Bergen ja auch. Na gut, da macht man natürlich keine Fähnchen an den Hörnern ran, das wird ja ulkig aussehen. Da macht man Glocken um Hals. Eins können Sie mir glauben, Glocken hört man hier im Salzhaft nicht. Von hier aus nach Wismar kommen wir leider nicht, denn vor langer Zeit wurde ein Damm aufgeschüttet, eine Brücke rübergemacht, die Brücke hat eine Durchfahrtshöhe von 1,20 Meter. Das heißt, da passen wir nicht ganz durch. Wir können uns das aber auch nicht für dich da anschauen, weil ich habe vorhin so ein klein bisschen Wunde geblickt und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich traue das nicht zu, dass Sie es schaffen würden, uns von dort hinten wieder zurückzuschieben. Denn nach 193 Metern bleiben wir im Schlick stecken, dort haben wir eine Wassertiefe von 1 Meter. Wie Sie schon merken, in der Sicherheit drehen wir dann jetzt langsam wieder um, bewegen uns dann wieder in Richtung Rürik.